Nur, dass du das Fleisch in Karsting bringst, jeder selber sein Tupperware und Wasser mit. Also nur, dass du das Fleisch... Dimitri! Dirk! Der Mann ist am Verdursten! Du machst gar nichts hier, du klein Pisser! Das ist voll die gute Frage, weil ich... Die Show ist etwas... Das ist irgendwie was ganz Eigenes. Ich weiß gar nicht, wie ich es vergleichen kann. So. Auch die Shows, die wir in Deutschland haben, sind ja auch... Auch die kann man untereinander nicht wirklich vergleichen. Mhm. Weißt du, das ist voll schwer. Ich glaube aber, es ist eine Show auf jeden Fall mit allen Gefühlen. So. Das ist das, ne? Wenn du den Humor feierst oder magst, dann... hast du da Spaß, wenn du Musik magst, dann hast du da Spaß und wenn du auch ehrliche Momente möchtest, kriegst du auch das. Also es ist irgendwie, gibt es da alles. So, du musst aber irgendwie Bock haben auf den Humor halt. Ich probiere genau das, was du beschreibst, mit wohin geht diese Reise. Dieses Gefühl von, als Zuschauer, man weiß es nicht genau, aber man wird überrascht. Das ist das, was ich selber vermisse manchmal in Shows. Ich will überrascht werden. So, und das probiere ich so, und da habe ich bei diesen 6 Folgen versucht hinzubekommen. Und das war, glaube ich, auch fürs Team eine Herausforderung. Und währenddessen ist so, dass die Band, und ne, die kennt mich, das heißt, wir sind eingespielt, das Team Backstage, ein großer Teil ist das Team, das auch mit mir auf Tour ist, das heißt, wir sind eingespielt. Ganz viele kamen dazu, für die war es am Anfang auch ein bisschen herausfordernd, habe ich das Gefühl gehabt, weil die diese Art von Arbeit nicht gewohnt waren. Aber irgendwann mal ist es eigentlich ist es eine Kommunikation zwischen Band und mir, Regie, die wissen, dass ich was machen will und werde und sind bereit und geben es dann weiter an die Kameraleute. Das ist das eigentlich. Seid einfach bereit. So. Und es gibt diesen Moment und ich gehe dahin und so. Und alle sind ready und reagieren darauf. So. Wieso hältst du meinen Zaun fest? Willst du mitsagen? Wieso mitspielen? Ich sag mal so. In unserem Verein, TSG VBCD Wimmersburg, zockt niemand einfach so mit. Die 90er war für mich musikalisch heftigstes Jahrzehnt. Unnormal, was da passiert ist. 90er, da waren so viele Musiker und Alben, die ich jetzt noch höre. Allein Biggie in den 90ern, so geprägt, ganz, ganz stark. Ja, Aaliyah, Timbaland, Missy Elliott, Busta Rhymes, alle, das sind die 90er. Ne? Das, Lil' Kim, krass. Und auch geile, ne? 90er ist auch Fresh Prince. Die krasseste Zeit. Deswegen, ich sehe auch ganz viele, die neue Generation, die irgendwie sich so stylt und so, ich finde es total geil. Mhm. So. Ja. Und auch musikmäßig, da passiert auch gerade wieder was, was ja immer so ist, ne? Die 90er haben sich auch von den 80ern bedient und so. Mhm. Ja, aber für mich, bin deiner Meinung. Bestes Jahrzehnt. Also, ich freue mich auf jeden Fall. So geil, was du hier abtischst und du denkst, wir merken es nicht. So dumme Helm. Oder möchte ich mir selber die Fresse boxen? Nee, Plan B hatte ich nicht. Es war klar, dass ich das mache. Es gab keine andere Option. So. Und Schauspielerei habe ich gemerkt, ja, funktioniert, aber ich kam irgendwie, also man muss auch sagen, das war 2010. 2010 war nicht so diverse wie jetzt. 2010 war so, Teddy, ich weiß nicht, ob du da mit deinem Background Rollen bekommst, ne, mit deinem, so, das war der Vibe. Also klar, Drogendealer habe ich auch gespielt, Taxifahrer war safe, da hatte ich Garantien. Ich hätte eigentlich, Taxifahrer war safe. Da habe ich alle Rollen gespielt. Taxi war Drogendealer, war safe Ding. Aber ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ich will selber kreieren. Ich kam mit diesem, ich warte jetzt, bis mir jemand Arbeit gibt, kam mir nicht klar.
da war das Bedürfnis zu stark, selber was zu machen. Deswegen habe ich dann selber Figuren eben kreiert. Und für mich war es klar, dass ich auf Tour gehe. Mhm. Das war für mich ein safes Ding. Wenn es gut läuft, 30 Euro in euren Tasche und Steuern. Tut einfach ein bisschen interessiert gucken, manchmal grinsen, was? Okay, alles klar. Wird schon. Ich habe mal für einen Tatort ein Casting gemacht. Und habe es dann währenddessen abgebrochen. Und habe so gespielt und war so. Und sie so, was denn? Ich so, hey, ganz ehrlich, auch wenn ich die Rolle bekomme, würde ich es nicht machen. Die so, okay. Ich so, ja, irgendwie fühle ich es nicht. Und da meinte sie, willst du mal deine Agentin anrufen? Ich so, ja. Ich will die Rolle nicht machen, auch wenn ich es bekomme. Dann sie so, okay, warum? Ich so, weiß nicht, fühlt sich nicht richtig an. Dann bin ich gegangen. War komische Stimmung im Castingbüro. Weil es für einen Tatort war. Ich habe immer mitbekommen, dass sich da Leute treffen und das regelmäßig angucken. Was ich total schön finde, ne? Weil es ein Gemeinschaftsgefühl ist. Ich habe aber in die Tatort geguckt. Und ich habe aber so getan, als würde ich, also so, ja, yeah, let's go, Tatort. Und war dann so, ja, aber eigentlich findet es in meinem Leben ja gar nicht statt. Und dann habe ich aber mit Lars Becker den Kommissar gespielt mit Armin Rohde. Und richtig schöne Erfahrung, weil ich auch Lars Becker und Armin Rohde, ich mag die alle sehr. Nur auch da habe ich gemerkt, dieses, wo waren sie gestern Abend um 18.30 Uhr? So, während ich gespielt habe, habe ich gemerkt, hey Teddy, ich glaube dir selber nicht mal, ne, dass du gerade so. Und dann habe ich das nach zwei Filmen auch gesagt, hey, ich muss, glaube ich, was anderes machen. Hast du mir noch so eine Bockwurst? Eine Bockwurst? Richtig fette Schweinswurst. So, von dem Schwein. Ja, eine gute. Guck schon, fette. Hast du richtig fette, Rainer? Die sind alle fettig. Nur no, fettig. Fett. Die sind alle dicke. Fettig. Also die ich liebe, die ich toll finde. Also Charlie Chaplin, ganz klar. Ne? Marx Brothers. Jim Carrey. Robin Williams. Alle, die irgendwie auch eine Traurigkeit hatten oder eine gewisse Tiefe hatten und das zugelassen haben. Das war just, sind für mich so. Die haben mich geflasht. Und dann war es aber auch ganz viel Musik. Also Musik auch, die mich dazu gebracht hat, meine Comedy, meine Sachen zu machen. Deswegen verbinde ich das auch ganz viel, weil das alles Rhythmus ist am Ende. Ne? Timing so auch. Ne? Ich habe gemerkt, dass es gibt einen Song, das ist ein gutes Beispiel für, von D'Angelo, Spanish Joint. Was da rhythmisch passiert, keine Ahnung, wie oft gehört, ne? Und der hat mich damals so geflasht, weil der rhythmisch, ich so was, bah. Ich gucke mir jetzt noch die Konzerte an von dem Song und weil ich so geflasht bin. Und diese Überraschungen rhythmisch in dem Song, das ist das, was ich versuche auch comedymäßig hinzubekommen. Sagt dir das Buch Schnitz was? Jude? Schnitz. Und worum geht's in Schnitzel, Schnitz? Schnitz. Der emotionalste Moment war die Heimatsendung, glaube ich. Mhm. Also dieser komplette Moment von 30 Minuten. Lars von Amazon, ne, der diese Show betreut hat, der meinte nach der zweiten Aufzeichnung, die lief top, wir waren alle happy und ich habe ihn am Abend angerufen und gesagt, und jetzt morgen machen wir komplett anders. Und er war so, what, warum? Ich so, ja, weil wir müssen in die Tiefe gehen. Und das war die Heimatsendung. Vierer Zweier, du steppst raus, du steppst rein, raus. Ich mach Backflip. Drin. Komm, noch mal einmal, dann haben wir's. Es ist ein Prozess tatsächlich. Also es ist nicht so, dass man mit einer ganz klaren Idee reingeht und dann, drei Monate später im Studio steht, zack, das war's jetzt, sondern es ist ja vor allem dann auch mit Teddy ein Prozess, dass du angefangen hast, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen und du dann später reinsteigst. Angefangen hat es mit der Idee, dass Amazon und Teddy zusammenarbeiten wollen. Es war klar, sie wollen eine Sendung machen, die, wie gerade schon gesagt, sehr viel pur Teddy ist, 100% Teddy.
Also seine eigentlich eine Personality-Show rund um Teddy. So, wie kann das jetzt ausschauen? Und dann hatten wir ein Teddy, zwei Kollegen und ich hatten dann zwei Tage, in denen wir uns mal weggesperrt haben, weil ich gesagt habe, okay, wir brauchen jetzt die Idee, weil es muss dann auch schon bald losgehen. Haben uns zwei Tage weggesperrt und haben darüber nachgedacht, wie kann so eine Sendung ausschauen, die eben pur Teddy ist. Und wir wussten noch nicht, wir wussten, dass Teddy drin ist. Wir wussten, dass wahrscheinlich seine Rollen auftreten wollen, weil die natürlich auch irre toll sind und ein ganz großes Potenzial haben. Wir wussten, dass wir eine Band haben wollen und wir wussten, dass wir ein Studio haben wollen. Das war aber ehrlich gesagt alles so. Und haben uns weggeschwert und Teddy hat gerade bei der Premiere auch schon die Geschichte erzählt. Wir haben den ersten Tag rumgebracht, also es war ein wirklich guter Tag und auch sehr kreativ und wir haben irre viel gesprochen. Und dann haben wir uns verabschiedet und am nächsten Morgen sind wir wiedergekommen und habe gesagt, also folgendes, Teddy, was wir jetzt haben ist, die Show geht los und du begrüßt das Publikum. Das sind wir jetzt. Und dann mussten wir erstmal, ich glaube, ohne Witz eine Viertelstunde lachen. Und dann hat das aber wiederum so ein Prozess begonnen, dass wir gesagt haben, okay, die Idee hat sich dann an den zwei Tagen rauskristallisiert. Das ist Teddy. Teddy kriegt also wirklich die echte Geschichte zu erzählen. Teddy kriegt eine Show auf Amazon. Er kommt aus dem Büro raus, dreht sich um und vor ihm stehen seine ganzen Rollen, sagen so, und was jetzt mit uns? Und das ist, und dann geht's los. Und das hat dann so diesen Prozess losgetreten, zu sagen, okay, es ist Teddy, seine Rollen haben alle ihr eigenes Leben, wie sie auch eigentlich auch in Wirklichkeit haben. Und er muss sie am Ende so ein bisschen zähmen auch so. Jeder von den Rollen hat seine eigene Idee, was eine geile Show ist, die nicht immer übereinstimmt mit dem, was Teddy so denkt. Und darum hat sich dann alles quasi so aufgebaut. Ich glaube, der entscheidendste Punkt ist, dass man nicht eine... Man kann keine Show für Teddy schreiben oder machen und schon gar nicht für die Figuren. Man kann die mit ihm machen und seinen Figuren kann man auch keine Regieanweisungen geben. Du kannst Percy oder Antoine kein Drehbuch hinlegen. Das geht nicht. Das kann Teddy irgendwie, aber kein Regisseur oder kein Drehbuchautor in der Welt kann jetzt da sagen, hier Antoine, bitte, das ist das Skript, das funktioniert halt nicht. Deswegen ist dieser Prozess, den du angesprochen hast, der ist halt wichtig. Also wie kommt man dahin, eine Idee zu haben, an die Teddy glaubt, die für seine Figuren funktionieren, die man auch produktionell vorbereiten kann. Also viele Ideen brauchen ja ein Kostüm oder viele Ideen brauchen noch andere Schauspielerinnen oder so. Und wie kommt man dahin? Und das ist ein Prozess, da entwickelt sich was. Dann wird was reingeworfen, ein Teil der Idee überlebt, ein anderer Teil nicht und dann geht das so weiter und am Ende stellt sich heraus, aus, weiß ich, selbst das Casting, also es gibt einen roten Faden in der Sendung, dieses Casting. Der Grundgedanke, und ich will es gar nicht ausführen, weil es absolut keinen Sinn macht, aber der Grundgedanke war mal eine Zeitreise. So, man saß mal, stellt euch vor, eine Figur macht eine Zeitreise. Monate vergehen und jetzt haben wir ein Casting für ein fiktives Filmprojekt eigentlich als Erzählebene. Genau, und das ist so der Prozess, wenn man mit oder für Teddy das macht. Das Telefon ist wie Dolby Surround. Ich habe das Gefühl, du bist in der Nähe. Dreh dich doch mal um. Du bist hinter mir, gell? Ja. Wollen wir auflegen? Wäre super, sonst bist du dumm. Voll schwer zu sagen. Für mich ist das eine wundervolle Staffel. Ne? Ich mag die sehr. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie die Leute das finden. Überhaupt nicht. Ich feiere es voll. Und es kann sein, dass es dabei bleibt einfach. Ich bin der das feiert und sonst niemand. Es kann aber auch sein, dass es ein paar mögen. Und ich glaube, das muss dann Amazon Prime entscheiden, ob die das weiterführen wollen oder nicht. Das liegt nicht in meinen Händen. Ich hab jetzt einfach ganz viel geteilt und gegeben und jetzt ist es da draußen. Hey. Antoine, Percy, Ernst. Erstmal schön, dass ihr da seid. Ich habe euch nicht erreicht. Willst du was sagen vielleicht? Diese Show heißt vielleicht die Teddy Tecklebrun Show. Ah. Aber eigentlich sollte sie heißen, die Antoine Percy Ernst Riedler und Show. Das ist das, was ich an dir schätze, deine Verlogenheit. Ich will ein Bild! Wo ist mein Beutel? Wo ist mein Beutel? Also die Texte sind mit Verlaub beschissen. Lies es gut, Maria. Piep, 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 du klein Witz. Ja, Freddy Michael Reeves! Fuck you. Dann hast du deinen Effekt, dass die Gänsehaut durchs ganze Publikum fährt. Ich glaub's grad nicht. Die heute nicht an, ich vor mir. Normalerweise, nur dass du es weißt, in Casting bringt jeder selber seinen Tupperware und Wasser mit.
Also nur, dass du das weißt. Dimitri! Dirk! Der Mann ist am Verdursten! Du machst gar nichts hier, du kleinen Pisser!